Dann möchte ich euch herzlich begrüßen zum Vortrag über React Native von Sven. Mhm. Sven arbeitet bei einer Firma, deren Namen ich vergessen habe. Sie heißt EFECE. Da wird er bestimmt auch was zu sagen. Die machen vor allem Mobile Apps und haben sich auf React Native eingeschossen. Und deswegen ist er der genau richtige Ansprechpartner, uns was zu React Native zu erzählen. Und das wird er heute Abend noch tun. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg dir. Super, danke. Oh, mit Applaus. ja, EFEC, ich erzähle vielleicht ein bisschen was ganz kurz zu mir. Ich twittere, ich bin quasi nicht auf Facebook und auch nicht auf Instagram, ich bin Twitter-User. Ich benutze das Tool sehr gerne. Also unter @herchenhain kann man mir folgen, wenn man mag, oder auch mich antwittern. Und ich bin auch derjenige, der den @react-native-blog-Handle betreibt. Zu meiner Firma ein bisschen. Wir sind jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren darauf spezialisiert, dass wir fast ausschließlich nur noch React Native machen. Wir machen auch ein bisschen React. Wir erklären ja warum. Klar, React steckt im React Native drin. Und wir haben uns darauf spezialisiert, die mobilen Anwendungen alle mit React Native zu machen. Ich selber bin iOS-Entwickler und auch ein bisschen Android. Also ich kenne beide Welten. Ich habe mal Ionic ausprobiert, ich habe Xamarin ausprobiert, ich habe auch ein bisschen Flutter ausprobiert. Und unterm Strich war für mich ganz klar das Beste React Native. Und dabei bin ich dann auch irgendwo geblieben. Was machen wir als EFEC? Wir machen ganz viele Event-Apps. Also wir machen für die großen Events diese Apps. Und das sind dann meistens hochgradig customized Lösungen. Das heißt, diese Events wollen dann immer in ihrem Branding, in ihrem Design, ich kann da gleich mal eine zeigen, die diese App haben. Die wollen nicht eine Template-App haben. Da gibt es auch welche, die sind super, die kann man durchaus nehmen. Aber wenn jetzt ein Event sagt, okay, ich möchte das haben und es soll bitte für mich in grün sein und ich möchte diesen Knopf da haben, dann geht das bei einer Template-App nicht. Und das ist das, was wir machen. Das sind so ein paar von unseren Kunden, für die wir die Event-Apps machen. Und ich hüpfe einfach mal rein und allgemein zum Vortrag. Ich mache es ein bisschen abhängig anhand eurer Skills, anhand eurer Fragen. Das heißt, ich erzähle nicht nur die ganz einfachen Sachen vielleicht gehen wir ein Stückchen tiefer, stellt ruhig zwischendrin einfach Fragen und wir gucken mal, vielleicht können wir es auch ein bisschen dann direkt live programmieren. So, einfach mal in ein Event reingehüpft, das mache ich mal geschwind zu hier hinten, damit ihr mal seht, wie das so aussieht, was wir bauen. Die können wir auch zumachen. Das ist jetzt mein Handy hier links, vergesst mal bitte dieses hier und das natürlich auch. Und das natürlich auch. Das ist die App, die wir für die New Work Experience Konferenz gemacht haben. Die war am 7. März, also schon fast einen Monat jetzt her, in Hamburg in der Elbphilharmonie. Ungefähr 1800 Leute. Und Xing wollte gerne für diese Konferenz eine eigene App haben. Die ist komplett in React Native gebaut. 99,9% des Codes sind identisch zwischen iOS und Android. Der einzige kleine Unterschied, den wir drin haben, ist die Behandlung von Push-Nachrichten. Weil das ist etwas, was kommt von außen rein in die App und das ist auf iOS und Android natürlich ganz unterschiedlich gehandhabt mit diesen Push-Nachrichten. Wie sieht so eine App bei uns aus? Wir haben oben so eine Art Newsfeed, dann haben wir ein Programm, dann gibt es einen Speaker, Locations, meine NWX ist sowas wie Favoriten. Es gibt die Liste der Teilnehmer und die Liste und einen Chat da drin. Also wir haben auch einen kleinen Mini-WhatsApp drin. Und ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, was man mit React Native machen kann. Dass das ein bisschen verzögert ist, liegt daran, das läuft jetzt über mein MacBook, über den Beamer. Das ist normalerweise hier auf meinem Gerät sehr flüssig. Und ich habe zum Beispiel hier das gesamte Programm einfach als Liste oder auch als 2D-Grid-Ansicht. Ja? Kann dann in die Elemente reinspringen, sehe da Details, kann Favoriten machen, also alles, was man von einer gängigen Event-App eigentlich erwartet. Anderes Beispiel aus der App heraus, die Liste der Speaker. Ja. Und dann kann ich halt hier einen anklicken und sehe da auch die Details dazu. Das Ganze wird gesteuert aus einem Content-Management-System von hinten heraus, das heißt, unsere Auftraggeber pflegen die Daten einfach in ein Content-Management-System ein. Wir greifen die aus unserer Anwendung direkt ab und stellen die dort dar. Natürlich kann ich auch Favoriten ablegen und so weiter. In die Teilnehmer möchte ich jetzt nicht reingehen, da dieser Speech ja hier aufgezeichnet wird. Ich weiß nicht, inwiefern ich das dann wirklich darf, deshalb
müssen wir darauf leider verzichten, sagen wir es mal so. Okay, springen wir zurück zum Vortrag. Wer sich von euch das vielleicht vorab dafür interessiert, da noch mehr zu machen, ich bin auch der Veranstalter des React Meetups in Frankfurt. Das nächste findet, glaube ich, am 22. Mai statt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Geht darum, dort tauschen wir uns aus zu React und React Native Themen, also ihr seid herzlich eingeladen. So, wer benutzt dann überhaupt React Native? Was ist React Native? Wer von euch kennt React? Wer macht React? Schon mal richtig React gemacht, okay. Also React ist eigentlich, wir müssen ein bisschen mit React anfangen, ist von Facebook. Facebook hat sich das, so wie ich das weiß, hat sich das irgendwann ausgedacht, um seine Daten dort, um seine Anwendungen besser zu machen. Und der wesentliche Kern von React, und das ist das, was man im Prinzip einmal verstehen muss, ist, dass ich, wenn ich eine Komponente habe, ja, zum Beispiel hier ein Tag als Beispiel, und ich möchte jetzt da drinnen was verändern, ja, dann mache ich das immer über einen State. Ja? Das heißt, ich spreche diese Komponente nicht direkt an. Angenommen, in dem State habe ich eine Variable x, ja? Die merke ich mir einfach in meinem Status, in meinem Zustand und setze hier das x auf Hallo, also ein String, und lasse hier das x ausgeben. Ja? Dann macht React, und das muss man nur einmal verstanden haben, und dann ist es eigentlich ganz einfach. Wenn ich jetzt das x verändere und ich muss nur das x verändern, wenn ich jetzt x auf hier auf Englisch Hello meinetwegen, ja, setze, dann sorgt das React dafür, dass diese Komponente aktualisiert wird. Mehr muss man gar nicht verstanden haben. Das heißt, stellt euch jetzt vor, ihr nutzt diese Komponente, die nenne ich jetzt, ich mache mal eine Spezialkomponente x, die nutzt ihr auf einer Seite, hier macht ihr die Komponente und da, ihr müsst nachher nur noch diesen Status verändern, ja? Und durch die Statusveränderung sorgt das React dafür, dass an all diesen Stellen das x durch den Inhalt des Status ausgetauscht wird. Machen wir gleich direkt im Live-Coding, seht ihr. Und das ist das Schöne. So, wie verändere ich jetzt den Status? In React auf keinen Fall so. Also nicht einfach zuweisen, das funktioniert nicht, weil dann kriegt das System nicht mit. Das Wesentliche ist x gleich x Doppelpunkt und hier dann der Text drin. Geschweifte Klammer zu. Also man ruft die Funktion setState auf. Ja? Also Status wird nicht verändert durch einfach zuweisen, sondern ich rufe immer die Funktion setState auf. Und jede Komponente, die diese Funktion setState aufruft, ja, die können natürlich asynchron sein. Darum kümmert sich das React, dass das hinten dann im Endeffekt synchronisiert. Es gibt immer nur quasi einen Flow, der diesen Status ändert. Wo wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen können, dieser Status, also das war jetzt pro Komponente in React. Jetzt, wenn man sich das so vorstellt, dass React eigentlich nur auf dem Handy zum Beispiel ein Screen ist und ich habe mehrere Screens, dann gibt es auch noch einen übergreifenden Status, den die ganze Applikation hat. Und jetzt, wenn ihr zum Beispiel euer WhatsApp nehmt, jetzt kommt eine neue Nachricht rein und auf einmal, obwohl ihr gar nicht in dem Screen seid, wird irgendwo eine 1 angezeigt. Ja, kennt jeder. Das kann ich mit React ganz leicht realisieren. Das heißt, von außen kommt irgendwo asynchron ein Input rein. Das werden wir auch gleich mal am Beispiel durchgehen. Das aktualisiert meinen Status. Und dadurch, dass dieser Status global ist, kann ich einfach darauf reagieren. Also ich muss gar nicht darauf reagieren. Das React reagiert für mich drauf. Ja? Heißt auch, wenn ich jetzt ein Textfeld habe, und ich tippe hier was ein, wenn jemand von euch Angular macht, der kennt das, dieses Two-Way-Binding. Ja? Das funktioniert in React ein bisschen anders. Ich mache quasi immer on-change-event und sage, ändere den Status.
ändere, es geht immer diesen Kreislauf. Und dadurch, dass ich diesen Kreislauf habe, das ist eines der besten Sachen, die ich am Anfang festgestellt habe, es ist total verlässlich. Ich weiß, wenn sich das geändert hat, dann hat irgendwo jemand ein Set State aufgerufen und ich habe keine Konflikte. Das ruft den Status auf, das ruft den. Es geht immer in demselben Zyklus. Ja? Und das kann ich super, super bei der Programmierung verwenden. Also, das war sozusagen die Mini-Einführung in React in einer Minute. Das war React. Kann jemand für React? War das okay? Ich hoffe, es war nicht zu oberflächlich. So, jetzt kommt der Native-Teil. Ja, React ist eigentlich... React ist ja eigentlich für dieses Webzeug gedacht und so weiter. Aber das Konstrukt kann ich natürlich auch anders verwenden. Der Native-Teil sagt eigentlich nur, okay, wir nehmen das React-Zeug und unter der Haube benutzt React ganz viele, dieses JSX. Ja? Das heißt, ich schreibe im Prinzip eigene kleine Komponenten. Ja? Die kann ich mir schreiben. Und jetzt sagt React Native, ich mache zum Beispiel eine Textkomponente und die ist auf iOS ein, es ist vereinfacht und es ist nicht ganz richtig, aber ist ein UI-Label. Ja? Unter der Haube ganz unten sieht es noch ganz anders aus, aber wir machen es mal auf diesen Abstraktionslevel. Android-Entwickler da, wie heißt das auf Android? Text View oder sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und auf Android Text View. Ja. So, das ist das, was das React Native macht. Es bringt einen Schwung Komponenten mit, zum Beispiel Text, zum Beispiel View, zum Beispiel Scroll View. Ja. Und macht dafür eine native Repräsentanz, also ruft eine native Repräsentanz auf. Ja? Das muss man also auch noch verstanden haben. Das heißt, aus einem Text wird hier auf diesem Device halt das entsprechende, was auf dem Device da ist. Und deshalb funktioniert das auch, dass man nicht nur iOS und Android macht, man kann auch noch auf andere Ziele gehen. Ja? Also man kann auch zum Beispiel sagen wieder, okay, geh doch wieder zurück zu einem Web, und dann ist es vielleicht ein P-Tag. Ja? So, also das ist jetzt so ein bisschen auch, wenn man den Unterschied zwischen React Native und zum Beispiel Ionic, ja? Ionic geht hin und versucht alles im HTML irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, abzubilden. Ja? Kennt jemand von euch Flutter von Google? Ist im Prinzip ähnlich. Die versuchen alles mit diese auf den GL zu machen. Ja, das heißt, die machen im Prinzip so ein bisschen wie Udemy vielleicht eher. Udemy sage ich wie, wie heißt es? Unity 3D. Alles auf dem GL zu machen. React geht hin und das ist das Ziel, dass man hier diese Aktualisierung ...60 Mal pro Sekunde hinkriegt. Ja? Das heißt, wenn sich hier was ändert, ändert React Native unter der Haube bis zu 60 Mal pro Sekunde das hier. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, ah, da wird live gerendert und das flackert und das wackelt. Das ist richtig, wenn ich die richtig schlimmen Sachen machen will. Ja? Für 98% der Apps ist es, glaube ich, total egal. Die Geräte sind heute alle so schnell, das fällt das überhaupt nicht mehr auf. Ja? Das heißt, wir haben noch nie wirklich bis auf ganz alten Android-Geräten das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht performant genug. Wenn ich mir eine ganz normale App angucke, wie, nimm mal Twitter als Beispiel, da funktioniert das locker. Ja? Und das ist auch hier, Facebook setzt das selber bei sich ein, ja? In den verschiedenen Apps. Tesla setzt es ein, Skype setzt es ein, Pinterest setzt es ein. Und was ist das eigentliche Schöne? Ich nehme nochmal eine Farbe. Ich kann jetzt hier hingehen und wenn ich hier eine Komponente, nee, wenn ich hier was habe, was es nur auf dem Gerät gibt, was es nativ gibt,
was hier noch nicht geht, ich kann eine eigene Komponente bauen. Eine eigene Komponente bauen und kann auch wieder über das React Native das hier machen und dann mischen. Beispiel Pinterest, gibt es einen schönen Artikel, kann ich auch noch mal gerne teilen. Pinterest hat gesagt, Pinterest-App kennt, glaube ich, jeder, die haben ja dieses Grid vorne. Das ist für uns Core. Das muss schnell sein, das muss toll laufen. Das würde ich auch immer nativ machen, klar. Aber Sekundärscreens, die sagen, okay, die können wir mit anderer Technik machen. Und da haben sie zum Beispiel React Native genommen. Okay. Also nochmal ganz kurzes Wrap-up, bevor wir gleich einfach ein bisschen ins Live-Coding reingehen, dann seht ihr das direkt. React, Komponenten, JSX. Okay, man programmiert React in JavaScript oder TypeScript. Wir haben lange in JavaScript programmiert. Ich würde nur noch in TypeScript programmieren. Also wir wandeln uns gerade dahin, weil das TypeScript einfach unterm Strich viele Probleme beseitigt. Styles kann man in React super direkt inline machen oder man mit ein bisschen Organisation kann man die auch außerhalb machen. Gucken wir uns gleich an. Habe ich gesagt, React Native, es gibt diesen Wrapper drumherum um die verschiedenen Komponenten und die Native Bridge. Zu Expo, das kann ich vielleicht noch erklären, wie das dann jetzt gleich funktioniert, dass man das versteht. Was kriege ich dann, wenn ich mit React Native jetzt eine neue App baue? Ich kriege auf Android und auf iOS erstmal eine ganz normale native App. Ja? In dieser nativen App gibt es dann ein JavaScript-Interpreter und eine sogenannte Bridge. Ja? Das heißt, wenn ich einmal eine App gebaut habe und jetzt nicht hier diesen Interpreter ändern will, dann muss ich eigentlich schon fast gar nichts mehr tun. Und dann schreibe ich mein JavaScript-Code, TypeScript wird ja in JavaScript übersetzt, und den stecke ich hier rein. Ja? Das heißt, das ist genau das, was wir gleich machen. Ich habe einen Android-Simulator offen, ich habe einen iOS-Simulator offen, da läuft die Basis-App drauf, ja? Und im Prinzip läuft hier ein kleiner Server, und das holt sich immer bei jeder Änderung hier den Code neu ab. Wenn ich das Ding nachher in den App Store bringe, dann kompiliere ich den hier mit rein bei React Native. Ja? So, das machen wir jetzt einfach mal. Also hier nochmal die beiden Simulatoren. Und mein Code. Und jetzt schauen wir einfach mal direkt auf den Code und ich erkläre das ein bisschen und dann bauen wir ein bisschen was. Was haben wir hier? Wir haben hier oben eine Komponente. Ja? Das sieht man natürlich jetzt so nicht. Muss noch kleiner machen. Das ist jetzt hier in einem Tab-Bar, vergesst mal diesen ganzen Drumherum, das ist jetzt einfach nur da. Ich habe eine Komponente, die heißt Homescreen. Ja? Das ist auch nur eine Komponente. Diese Komponente hat sowas wie eine Navigation und das Wesentliche, was diese Komponente hat, ist die Renderfunktion. Diese Renderfunktion, hier gibt es jetzt, ihr erinnert euch gerade eben noch die beiden JSX-Tags, jetzt gibt es ein View, im HTML-Sprache ein Div oder in iOS-Sprache ein UI-View. Und darin mache ich ein anderes Element, das heißt Hallo. Das ist ein Text und da steht Hallo drin. Ja, so, jetzt mache ich das Ganze nochmal. Text, Hallo React Native. Speichere das. Android will sich nicht aktualisieren. Starten wir nochmal. Aber ihr habt das schon gesehen.
sollte hoffentlich gleich werden. Ich mache einfach nur im Code, in meinem Return des Render-Funktions, mache ich ein neues View. Das hat einen gewissen Style, da kommen wir gleich noch drauf. Und da sind zwei weitere Komponenten drin. Ich habe Android Studio gestern Abend installiert. Ich bin iOS-Entwickler eigentlich. Aha. Vielleicht hätte ich Android Studio nicht schließen sollen. Okay, wir machen es auf iOS. Eh besser. Entschuldigung. Okay, also, jetzt habe ich hier Komponenten. Wie vorhin gesagt, wenn ich jetzt hier einfach hingehe, vervielfältige die Komponenten. Ich mache nichts anderes, als das JavaScript zu verändern. Bridge, das JavaScript hier drin, der Interpreter weiß jetzt, okay, ich kriege ein neues Stück Code und kann damit was machen. So, jetzt habe ich vorhin von Styling gesprochen. Ups, Entschuldigung. Styles sind im Prinzip angelegt an CSS-Styles. Nicht ganz die CSS-Styles. Man kann hier zum Beispiel sagen, Hintergrundfarbe gelb und schwuppdiwupp habe ich die Hintergrundfarbe geändert. Ja? Man kann auch so ein bisschen sagen, okay, wie soll das Ganze angeordnet werden? Wer sich ein bisschen mit HTML und Flex aus, CSS und Flex auskennt, das ist hier im Prinzip sind Flex-Anweisungen. Flex-End. Jetzt ist es am Ende. Ja, Flex, für diejenigen, die es Flex nicht kennen, Flex hat, also mit Flex 1 sage ich erstmal, okay, nimm Platz in Anspruch. Flex hat, redet immer von zwei Richtungen. Es gibt die Hauptrichtung und es gibt also diese Main Axis und die Cross Axis. In React Native ist halt die Main Axis diese Richtung und die Cross Axis ist die Row. Und jetzt kann ich hier das zum Beispiel sagen und kann dann den Content mit verschiedenen Space Between mit verschiedenen Befehlen halt einfach verteilen. So, wenn ihr jetzt in einem Projekt seid, oder im Prinzip will ich auch ein bisschen erklären, warum wir React Native benutzen. Wir bauen Apps für unsere Kunden und unsere Kunden, eigentlich wollen sie eine App und sie wollen, dass sie auf iOS und Android zahlen. Der Kunde versteht in der Regel nicht, dass es Android und iOS zwei total unterschiedliche Welten sind. Eigentlich kostet das zweimal das gleiche Geld. Ja? Weil ihr müsst eigentlich beide Projekte total voneinander bauen. Wenn ihr jetzt hingehen könnt und könnt jetzt sagen, okay, ich programmiere es nur einmal, ja, dann habt ihr als Entwickler schon mal sehr viel Zeit gespart. Wenn der Kunde jetzt herkommt und sagt, ey, guck mal, du hast einen Bug in dieser Komponente oder in dieser Backend-Funktion, die sind auch alle in JavaScript geschrieben, dann sagst du, ja, okay, ich verbessere ihn. Und dann ist er auf beiden Systemen draußen. Ja? Und das ist ein ganz enormer Vorteil. Das ist natürlich ein Vorteil, den auch Flutter und Ionic haben. Das ist da alles gleich. Weil durch das Cross-Thema mache ich halt die Logik nur einmal. Ja? So, ich mache das mal hier so ein bisschen weg wieder. Und wir machen doch mal unsere Textkomponente. Den Style kann ich auch inline schreiben. Font Size gleich. Ach nein, es ist ein Objekt. Ach, hallo, ist ganz da oben. Entschuldigung. Gehen wir noch ein bisschen mehr. 50, dass man auch ein bisschen was sieht. Okay, also. Styling relativ einfach. Und so kann man jetzt auch hingehen, sich wunderbar schöne einzelne Komponenten bauen. Ich kann mir jetzt eine tolle Komponente bauen. Ihr erinnert euch vorhin an diese Kacheln, die ich gezeigt habe bei der NWX-App. Das ist natürlich eine Komponente. Da stecke ich eine Hintergrundfarbe rein, ein Bild rein und einen Text rein und dann rendert er das Ding halt dreimal. Und wenn ich so einen Style wiederverwende, dann haben wir uns angewohnt, die Styles, die für diese Komponente sind, die schreiben wir einfach hier unten rein und die App weit sind, die machen wir einfach in ein zentrales File. Okay, gucken wir uns das nächste an.
State Management in der App. Ich hab da mal was vorbereitet, weil ich nicht alles tippen will. Wir fangen erstmal an. Text. Welcome. Also. Eine Komponente hat einen Konstruktor. Super, rufe ich, muss ich einmal aufrufen. Und hier setze ich den State initial. Jetzt hat meine Komponente einen Status. Ja, jetzt gehe ich hier hin und sage, okay, hier das. Danke, Text. State, wie habe ich ihn genannt? Text. Ja, also jetzt hole ich meinen Inhalt des Textes aus der Komponente. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vorhin im WhatsApp. Ihr habt eine neue Nachricht, die Anzahl der ungelesenen Nachrichten ist 2. Ihr setzt einmal euren Status auf 2 und jede Komponente, die den Status verwendet, ping, 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 aktualisiert sich. Ist total klasse fürs Programmieren. Also, ich liebe es. So. Jetzt machen wir noch mal was rein. Jetzt machen wir mal einen Button rein. Das glaube ich so. Ah, genau. Kann man auch mal zeigen. Klar, ich habe jetzt eine Variable verwendet, die ich nicht benutzt habe. Also muss ich ihm hier schon noch sagen, okay, bitte ein Button. Der Button ist hier in wunderschönem Design blau, ja. Aber der macht jetzt erstmal noch nichts. Sollte ich das vielleicht ein bisschen rüberziehen? Wir können ihn auch ein bisschen stylen wieder, wenn wir wollen. Ist, glaube ich, Text. Style. Ist es nicht. Egal, bleibt so, wie er ist. So einen Button gebe ich jetzt hier auch noch, um den Status zu verändern, eine OnPress-Funktion. Und sage this set state. Und zwar muss ich nur das reingeben, was ich verändern will. Text doppel Punkt hi. Also Status ist im Moment steht oben auf welcome, ja? Das ist der Initialstatus. Wenn ich jetzt gut programmiert habe und es richtig gemacht habe und drücke hier auf den Button Inc., habe ich den Status verändert und dadurch hat sich alles andere auch verändert. Ja? Wenn irgendwas unklar ist, einfach direkt reinrufen, fragen. So, jetzt treiben wir das noch ein bisschen weiter. Ich hatte euch vorhin gesagt, wir machen jetzt ein bisschen auch was mit, wir kriegen von außen Daten rein. Ja, natürlich nehmen wir sehr gerne für sowas die Star Wars API. Was habe ich vergessen zu kopieren? Damit ihr mir nicht beim langweiligen Klicken zusehen müsst. Ja? Also, erstes, was ich mache, die Star Wars API. Ich kann wunderbar über die Star Wars API mir die einzelnen Personen, die haben alle eine ID, aus dem Star Wars Universum abholen. Also diese API ist öffentlich, kann man einfach darauf zugreifen. Ich gehe jetzt hin, okay, ich setze meine URL auf diese Star Wars API und stecke noch eine ID rein. Wo kriege ich diese ID her? Ich will jetzt gleich einfach nur ein bisschen die Star Wars, wir wollen einfach so einen kleinen Blätterer bauen, der immer die ID um 1 erhöht, nichts Kompliziertes. Aber wenn man das verstanden hat, hat man auch das Asynchrone verstanden im Prinzip.
Das heißt, wir nehmen aus unserem Status die ID. Ja, wer das Konstrukt von JavaScript nicht kennt, also ich kann mir aus dem State-Objekt über dieses Konstrukt halt einfach das Item mit der ID rausholen. Ja? Wichtig, ich darf nicht vergessen, es zu initialisieren, sonst fliegt es mir ein bisschen um die Ohren. Okay, was mache ich dann? Wir setzen auch noch einen Loading State, können wir auch noch machen, auf True. Loading State ist am Anfang, der Initialwert ist false, weil wir wollen vielleicht noch so einen kleinen Spinner anzeigen. Ja? Kennt ihr auch, dass wenn er was tut, dass er sich dreht. Also, was passiert? Okay, du hast diese URL, ja? Jetzt geht es los. Setze erstmal den Status auf Loading. Ja? Da aber, ihr erinnert euch am Anfang, da ganz viele auf den Status zugreifen können, kann es passieren, dass während ich hier this set state mache und einfach, wenn ich in die nächste Zeile gehen würde, dass in der Zwischenzeit jemand noch was anderes mit dem Status gemacht hat. Jetzt weiß ich, erst hier in dem Callback, er hat den Status fertig gesetzt. Ja? Also, jetzt ist der Status, wenn ich hier drin bin, in dem Callback von dem this state, ist er auf Loading. Jetzt hole ich mir die Daten ab von der API und speichere die mal in ein JSON. Das am Anfang leer ist. Ja, so. Also wir haben uns einen kleinen Fetch-Helper geschrieben und den wollen wir jetzt immer dann lostreten, wenn wir im Prinzip auf ein Knöpfchen drücken. So, das klaue ich mir einfach wieder. Damit ich nicht so viel im Stehen programmieren muss. Ich habe hier eine kleine Funktion. Das klickt es noch aus einem anderen Beispiel. Packen wir auch mal in den Status rein. Und sage jetzt, okay, onPress statt thisSetState hier, das klauen wir einfach mal raus. ClickMe. Braucht die ClickMe-Funktion noch was anderes? Nein. Die macht nichts anderes, als die ID zu erhöhen und den Fetch-Helper zu aktualisieren. Okay? So, jetzt müssen wir das natürlich noch irgendwo ein bisschen anzeigen, was wir kriegen. Auch das klauen wir uns wieder. Also, die Render-Funktion ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden, aber gar nichts Schlimmes. Ich gehe durch diese Render-Funktion durch und das ist das, was wir eigentlich immer überall wieder tun. Ja, wenn man das jetzt einmal verstanden hat. Also, die Render-Funktion holt sich aus dem Status ein paar Werte ab. Okay? Wir schreiben sie auch nochmal in die Konsole, können wir uns gleich angucken. Und dann fragt sie als erstes ab, bin ich noch am Laden? Ja? Also ist mein Status, ich bin Loading gerade. Wenn Loading ist, dann habe ich jetzt hier mal sinnigerweise reinprogrammiert, zeige den Text Loading an. Ja, könnte auch ein Spinner sein oder jede andere Komponente. Return, das heißt, wir sind fertig. Das heißt, ich werde in dieser Funktion natürlich nie, in dieser Render-Funktion nie weiterkommen. Ja? Wenn ich jetzt aber nicht Loading bin, ja, dann habe ich wieder einen View-Container. Da habe ich einen Text drin, steht es ein Button, ja, click me, also das kann ich mal wegnehmen und sage dann hier, okay, zeige mir aus dem JSON, was du kriegst, ja, den Namen an. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das, was ich hier so hin und her kopiert habe, funktioniert.
Okay, warum hat es einen Moment gedauert? Habe ich vergessen zu sagen. Hier ist ein Timeout dran von 2 Sekunden. Sonst sieht man das gar nicht. Ja? Also sonst hätte es jetzt direkt, weil es so schnell geht, wäre es direkt umgesprungen. Ja? Das heißt, ich klicke drauf, nochmal, click me, er erhöht die ID um 1, ja, und holt sich den nächsten aus der API ab. Und genau das ist jetzt das auch, wenn es jetzt, das kann man jetzt mit zum Beispiel Redux oder sowas wunderbar über die ganze App machen, sagen, okay, hier sind asynchrone Calls, hör auf einen Websocket oder lass dir von da was geben, pull da was, wenn es keinen Websocket gibt. Dann kommen von außen Statusänderungen rein, ja, und stelle diese Statusänderungen dann einfach da. Ja, soweit verstanden, alles klar. Jetzt könnt ihr quasi loslegen und eure erste React Native App bauen. Da ist jetzt nichts Kompliziertes mehr dabei. Das machen wir wirklich immer wieder auf jedem Screen. Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, macht das auf, hol die Daten ab. Natürlich macht man noch mehr Funktionalität rein. Also wenn du das gedrückt hast und das nicht ausgefüllt ist, dann setze den Status, hey, du hast nicht alles ausgefüllt und zeige einen Alert an. Aber im Prinzip ist es nur noch ein Wiederholen von diesen Kleinigkeiten. Status setzen, Funktion, Renderfunktion schreiben. Habt ihr Fragen bislang? Soweit? Alles klar? Sieht so aus. Prima. So. Also das ist im Prinzip, was ich euch auch nur jetzt zum Programmieren zeigen will. Man kommt sehr schnell zum Ziel, weil, wie gesagt, ich muss es nur einmal bauen für iOS, einmal für Android, nur einmal für iOS und Android. Ich muss es nicht zweimal bauen. Ich kann über das Styling die Sachen gleich aussehen lassen. Ich kann aber auch sogar abfragen, für welche Plattform ich gerade laufe. Und ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich nehme ein anderes Styling für iOS oder für Android. Das kriege ich auch hin. Ja? Aber dann muss ich nur das Styling verändern und nicht die Logik. Klassisch ist dabei Android, jetzt ein bisschen vom Design her, hat ja meistens die Tab-Bar oben. Ja? Mittlerweile ändert sich so ein bisschen. iOS hat die Tab-Bar unten. Dann würde ich im Android vielleicht einfach sagen, ich würde abfragen, okay, ist es Android? Und dann zeige ich die Tab-Bar oben an. Aber die Logik ist ja total die gleiche. Ja? Okay, was habe ich noch? So, jetzt gibt es, ich gehe in den Präsentationsmodus, warte. Jetzt kommt React Native selber mit relativ wenig. Das ist nur so das Basisset. Ja? Und man sagt dann, okay, ich möchte jetzt noch eine Komponente haben, die zum Beispiel mir Zugriff auf die Kamera gibt. Ja? Also eine Kamera-Komponente. Oder die Zugriff auf die Kontakte gibt oder sowas. Das kann man sich alles selber wunderbar zusammensuchen, muss man sich dann zusammenlinken und so weiter. Das ist am Anfang ein bisschen hinderlich. Wir selber nutzen Expo. Also Expo hat ganz viele, unter anderem ganz viele Komponenten fertig reingelinkt. Das heißt, die haben gesagt, okay, in der Regel braucht ja jeder Zugriff auf, also ganz viele brauchen Zugriff auf die Kamera, sagen wir es mal so. Bleiben wir bei dem einfachen Beispiel. Das heißt, die haben hier gesagt, okay, wir stellen euch ein Konstrukt zur Verfügung, das heißt Expo. Wir bieten euch sogar an, dass wir euren Java Script-Code hosten, ja, und dass ihr auch über uns hier Push-Nachrichten verschicken könnt. Ja, das Ganze kostenlos. Also wenn jemand starten will mit React Native, dann empfehle ich ihn, mach einfach ein Expo-Projekt. Sieht ganz einfach aus. Mache ich einfach mal ein neues Projekt, ganz kurz. Ctrl-C.
Also man sagt einfach Expo, man installiert sich natürlich das Expo Command Line Interface, das mache ich jetzt alles nicht, habe ich schon. Init Projekt 1. Ja. Jetzt geht Expo hin und fragt mich, okay, ich habe ein paar kann ich das größer machen? Kann ich größer machen. Ich habe ein paar Templates dabei. Okay, ich nehme mal das Tab-Template, was wir eben gerade haben. Soll ich mich drum kümmern? Und das Ding heißt P1, das Projekt. Und installiere bitte alles. Und jetzt nutzen wir das Cybert Media WLAN und holen uns einige Node-Modules runter. Und im Endeffekt, was bei rauskommt, ist dann eine App. Analog zu dieser hier, unten mit einem Home und anderen Komponenten, auf die man einfach zugreifen kann. Ja? Also ihr habt, wenn ihr das Expo benutzt, direkt ein Starter-Set, wo ihr sofort anfangen könnt zu programmieren. Ja? Ich bin ja einen Tick älter, ich habe noch Visual Basic 6 programmiert, für mich immer noch die schönste Programmiersprache der Welt. Ich bin, nee, nicht den Kopf festhalten, das Beste auf der Welt ist Visual Basic 6. Ich habe sehr viel Spaß mit Expo, weil ich auch ganz schnell zum Ziel komme. Ja, Typen, wer braucht Typen? Okay, und dann kann ich jetzt hier CD P1 ja an Start sagen. Und das Schöne ist auch, ihr könnt 5 Simulatoren gleichzeitig aufmachen. Ja, das ist beim Programmieren, weiß nicht, wer von euch das mit Xcode macht, da hast du dann entweder das iPhone 5S, 6S, 8 Plus oder das iPad auf. Hier kannst du, wenn dein Rechner es natürlich hergibt, machst du so viele. Na, wo sind wir? Hier machst du so viele Simulatoren, wie du willst, auf. Und du kannst sofort sehen, beim Programmieren, beim Styling, hey, sieht das in allen Größen gut aus. Ja, das spart unfassbar viel Zeit. Run on iOS Simulator, sage ich jetzt hier, und dann versucht er das Ding einfach auf dem iOS Simulator, den ich nach vorne bringen muss, natürlich, hoffentlich neu zu starten. Klappt das? Ja, hoffentlich. Okay, ich wollte euch noch eine etwas also er startet das dann neu. Wahrscheinlich macht das jetzt, wenn ich in den Code von dem anderen hüpfe, wieder genau meinen. Ich wollte euch hier noch gern eine etwas kompliziertere Komponente zeigen. Ganz häufig brauche ich Listen, ja. Wer sich auskennt mit iOS, da funktionieren Listen halt so rum. Bei Android funktionieren sie vom Code her auch teilweise ganz anders. Ja. Durch die Abstraktionsebene, die mir React Native bietet, sage ich einfach nur, okay, ich will eine Flatlist haben. Das sind die Daten hier. Ja. Und rendere jedes Item bitte hier mit einem grünen Hintergrund, das sind jetzt da rechts einfach kleine Zeilen, rendere jedes Item genauso. Ja. Jetzt habe ich natürlich meinen anderen Simulator, meinen anderen Server gestoppt und dann kriege ich einfach eine Liste. Wir machen zum Beispiel bei den Event-Apps, wir haben Listen, da sind 4000 Leute drin, ja, wenn nicht sogar noch mehr. Und das kannst du einfach durchscrollen, das wirst du nicht, den Unterschied siehst du nicht. Okay, das wollte ich noch kurz anbringen. Expo habe ich euch kurz näher gebracht. Genau, also hier so als Beispiel Accelerometer, das sind so Komponenten von Expo oder der Barcode-Scanner, ja, den wir auch ganz häufig benutzen. Ziehst du einfach die Komponente rein und du hast die Kamera angebunden und kriegst, als wenn er den Barcode gescannt hat, im Endeffekt die Zahl oder den Text, der im Barcode dahinter liegt, kriegst du einfach angezeigt. Das habe ich gesagt. Live-Coding bin ich ein bisschen drüber gegangen. Expo habe ich auch erklärt.
Ich bin jetzt eigentlich schon durch, ja, weil im Endeffekt jetzt würde ich, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf React Native, jetzt müsst ihr einfach anfangen zu coden. Ja, ladet es euch runter, das Expo-Zeug. Man kann es sogar im Browser direkt coden und mit seinem Handy und der Expo-App das abfotografieren. Ja, und also die Dinge, den QR-Code abfotografieren und da live programmieren. Jetzt darf man aber nicht glauben, dass React Native für alles geeignet ist. Ja, also es ist nicht für alles geeignet. Ich habe hier, inspiriert durch diese URL, die da unten steht, so ein paar Sachen rausgesucht. Also, wenn du eine echt komplizierte App baust, die mit AR-Kit und hast du nicht gesehen, also wirklich hier ganz hart am Device ist, dann nutzt React Native nicht, da ist es das Falsche für. Dann nutzt einfach das Richtige. Ja, dann müsst ihr halt iOS Native programmieren und Android Native programmieren. Das ist aber nur für ganz wenige Apps aus meiner Sicht der Fall. Ja. Wenn ihr natürlich immer das Neueste habt, ja, haben wollt, das heißt, morgen veröffentlicht Apple das und ihr wollt das übermorgen schon verwenden, dann müsst ihr natürlich auch das entsprechend nativ programmieren. Wenn ihr ein kleineres Team habt und sagt, hey, okay, ich kann mir 2 iOS-Entwickler und 2 Android-Entwickler gar nicht vielleicht leisten, um das auch meinen Kunden anzubieten, dann seid ihr auf der richtigen, dann ist React Native etwas, das ihr euch auf alle Fälle angucken solltet, weil da könnt ihr Zeit und Geld sparen. Ja? Und die Codequalität wird direkt viel besser sein. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte beim Arbeiten, und das ist deshalb, weil ich das so mag, was ich daran so mag, ich programmiere, ich muss nicht erst compilen, ich muss nicht erst warten, ob es dann gut aussieht. Ah Mist, das habe ich was vergessen, ja. Mache ich das wieder? Ah, es sieht auf dem großen Device nicht gut aus. Ja, dann ändere ich es fürs große Device. Nee, ich gehe einfach hin, mache mir meine Simulatoren. So machen wir das, wenn wir das Styling machen. Wir machen uns 2, 3, 4 Simulatoren auf und ändern dann einfach und gucken einfach, was passiert. Live, das spart so viel Zeit. Klar, wenn ihr jetzt natürlich, letzter Punkt, wenn ihr aus dem React Native-Bereich kommt, wenn ihr aus dem React-Bereich kommt oder wenn ihr Web-Know-How habt, dann ist es natürlich auch super. Also wer jetzt Vue macht oder sowas, da ist React ja gar nicht so weit weg von, glaube ich, dann seid ihr da auf dem richtigen Weg. Ansonsten bin ich jetzt eigentlich durch. Wenn ihr Fragen habt, bin ich gerne dafür da, aber grundsätzlich erstmal, ja, Dankeschön. Vielen Dank, Sven. Habt ihr Fragen? Also ist es auch möglich, zum Beispiel die Komponenten mit Nativen, mit zum Beispiel, man möchte React für den Bereich A verwenden, aber B möchte man gerne noch nativ schreiben. Geht das denn auch ja. mit React Native? Also ja. man kann dann einfach sagen, okay, ich würde jetzt die Komponenten nativ. Ja, du musst natürlich, also haben wir auch noch gar nicht an so vielen Stellen gemacht. Mhm. Du musst natürlich irgendwie in deine Standard-App, also kannst du 2 Wege gehen. Ich habe eine bestehende App und ich bringe jetzt den React Native-Teil rein. Oder ich mache ich lasse mir von React Native die App bauen, ja, und bringe hier fertige Komponenten rein, die ich woanders habe in der Library. Dann baue ich meinen eigenen Wrapper drum, ist gar nicht so kompliziert. Und der hat eine Schnittstelle. Da kannst du Daten reingeben und Daten rauskriegen. Und du kannst das mischen. Wie gesagt, Pinterest macht das zum Beispiel. Die haben, oder der Facebook Marketplace-Bereich sind, glaube ich, über 100 Screens in der Facebook-App. Das ist alles React Native. Andere Sachen, ich bin mir sehr sicher, dass diese ganzen Filter nicht React Native sind. Ja, also das würde ich da nicht in React Native machen. Also ja, du kannst mischen. Also das heißt, der Aufwand, React Native in eine bestehende Anwendung mit zu integrieren, sollte übersichtlich sein? Kommt auf deine Kenntnisse drauf an. Okay, verstehe. Am Anfang wird es dir ein bisschen wehtun, gehe ich mal fest davon aus, wie es immer ist. Aber die React Native Community ist sehr groß. Die ist auch sehr hilfsbereit. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht bislang. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel, es wird ordentlich gepflegt. Ich habe mal Xamarin programmiert. Da hat es mir dann im Endeffekt an der Community gescheitert, weil du Probleme hattest und ja, hast keine Idee gehabt, weil Xamarin unter der Haube irgendwas gemacht hat und wenn der aus der Community keine hilft, stehst du da. Habe ich bei React Native noch gar nicht erlebt. Okay, ja? Vielen Dank. Gerne. Noch mehr Fragen?
Ich hätte noch eine Frage. Ja. Mich würde interessieren, wie denn so die Build-Pipeline ausschaut. Also ich bin jetzt fertig, ich bin happy mit meiner Anwendung, jetzt möchte ich irgendwie da ein, wer ist das unter Android, ein APK und das Äquivalent für iPhone draus generieren. Wie würde ich das denn tun? Das ändert sich ja gar nicht. Also du, so wie du heute, du kannst mit Expo bietet dir sogar einen Service an, die dir ein fertiges APK schickt oder ein fertiges IPA schickt. Ja, das musst du nur noch hochladen in App Store. Du brauchst natürlich für iOS immer ein Mac. Ja, du kannst kein iOS-Bild machen ohne ein Mac. Aber du bräuchtest den tatsächlich nur, um das hochzuladen. In der ganzen Entwicklungszeit brauchst du den eigentlich nicht. Ja, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einmal mein IPA-File oder mein APK, dann musst du beim Bilden nachher nur noch dafür sorgen, dass das neue JavaScript-File, was du jetzt erstellt hast, hierin kommt. Und da gibt es super Command-Line-Tools, die dir dabei helfen. Und dann machst du das, wie du es auch heute machst, entweder du lädst es manuell hoch per Hand oder du habt Fastlane-Skripte oder was weiß ich, was es da für Continuous-Building-Systeme gibt, die das alles hochladen. Ne? Also der Prozess ist genau das gleiche. Im Endeffekt, du brauchst eine, wenn du einen App Store willst, bei Apple immer ein Bild, der hochgeht, der geht in den Review und das ändert es auch nicht. Ne? Dankeschön. Vielleicht auch dazu noch eine Anmerkung. Es gibt ja auch immer diese Progressive Web Apps, die dann, wo mir jeder sagt, der aus Android kommt, ja, ich brauche hier keine App mehr. Sage ich, auf der Android-Welt ja, auf der iOS-Welt, naja, Apple verdient so viel Geld mit dem App Store. Ich bin mir sehr sicher, dass sie sich das nicht durch Progressive Web Apps in Summe wegnehmen lassen werden. Und Push-Nachrichten wirst du auf iOS nur mit einer App hinkriegen, mit einer richtigen App. Und wenn du sagst, das brauche ich nicht, dann geht es vielleicht ja. Dann kann ich das machen, aber wir sind bislang immer auf eine App eingegangen dann im Prinzip. Okay, so. Fragen? Ah, da gibt es noch eine Frage. Habt ihr Erfahrung mit Bluetooth-Anbindung? Weil besonders bei Android gibt es ja so viele Geräte, die halt eben so viele verschiedene Bluetooth-Chips benutzen, dass man quasi, dass diese Abstraktionsebene vielleicht zu schwierig wäre, darauf abzubilden. Habe ich noch nicht. Ich weiß, dass gerade im Bereich Expo und Bluetooth ein bisschen was passiert. Im Prinzip setzen die aber auch nur auf gegebene Libraries auf. Aber habe ich leider nicht genügend Ahnung von. Ah, okay, trotzdem danke. Bitte. Ja, dann. Wenn es weitere Fragen gibt, dann würde ich dir noch einen ganz herzlichen Applaus zugeben. Super, danke. Danke euch.